Willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. Ich zeige euch heute den Melitta Kaffeevollautomaten Caffeo Solo. Das Gerät, was ihr hier seht, ist in der Farbe Silber und Schwarz gehalten. Die Außenhülle ist in Schwarz, Klavierlackoptik. Hier vorne haben wir einen sehr edlen, verchromten Kaffeeauslauf, den man Höhen verstellen kann. Auf der Oberseite befindet sich das Bohnenfach. Das ist relativ klein, wie ich finde. Links beim Gerät, hinten links, befindet sich der Wassertank mit dieser Klappe. Lässt sich entnehmen. Wir haben eine Brühgruppe in dem Gerät, die relativ groß ist, befindet sich auf der rechten Seite. Hier ist eine Tür. Indem man hier reingreift, kann man diese Türklappe entfernen. Hier seht ihr die Brühgruppe. Entnehmen kann man diese, indem man diesen Hebel herauszieht. Direkt über dem Typenschild, rechts neben der Brühgruppe, befindet sich ein Regler zur Regulierung des Mahlgrades. Man sagt, je dunkler die Bohnen, desto gröber der Mahlgrad. Das sind mittlere Bohnen, deswegen habe ich den Mahlgrad hier auf Mittel gestellt. Und hier vorne befindet sich das Display. Das zeige ich euch gleich beim Einschalten. So wie hier unten die Tropfschale mit dem Abtropfblech. Ich habe jetzt hier noch die Schutzfolie drauf, deswegen sieht das weiß aus. Hier ist der Schwimmer. Dann haben wir hier einen relativ großen Tresterbehälter, eine relativ kleine Auffangschale fürs Wasser. Schalte ich das Gerät einmal ein, das macht man mit dem rechten Knopf hier. Jetzt beginnt der Aufheizvorgang. Da ich das Gerät eben schon eingeschaltet hatte, ging das jetzt sehr schnell. Und ihr seht hier auf der linken Seite einen Hebel, mit dem man die Menge des Kaffees, also die Menge des Wassers im Kaffee einstellen kann, von wenig, sprich Espresso, bis viel, sprich Kaffee. Ich lasse das mal hier auf diese Position. Wenn dieses Symbol leuchtet, bedeutet das, dass das Gerät betriebsbereit ist. Zudem hier die Bohne, die die Stärke des Kaffees wiedergibt. Und die kann man verändern, indem man zwischen drei Bohnen sehr stark und einer Bohne stark, mittel. Und dann kann man noch auswählen, ob man eine Tasse haben möchte oder zwei Tassen. Wählt man eine Tasse, dann entsteht ein Brühvorgang. Nimmt man zwei Tassen, brüht das Gerät zweimal auf. Man kann dann quasi unter dem Kaffeeauslauf jeweils die Tassen mittig aneinander stellen. Und das läuft dann vollautomatisch ab. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie der Kaffee wird. Stell eine Tasse runter, drücke dann auf den Knopf für eine Tasse. Ich finde etwas laut. Also der Kaffee gelingt sehr gut. Die Bohnen wurden jetzt gemahlen, werden dann über die Brühgruppe gepresst, verarbeitet und über Leitungen durch den Kaffeeauslauf in das Glas geführt. So, das ist jetzt ein Kaffee. Es ist eine Crema vorhanden, das ist immer sehr wichtig. Als nächstes zeige ich euch dann noch die Variante Espresso. Das ist jetzt eigentlich eine zu große Tasse. Für Espresso wähle ich eine geringe Wassermenge aus. Die Bohnenstärke kann so bleiben und drücke dann auf eine Tasse. Das ist jetzt unser Espresso.
Man muss es einfach ein bisschen ausprobieren zwischen Mahlgrad, zwischen Bohnensorte, zwischen Kaffeestärke hier oben und Wassermenge. Das kann man alles individuell regulieren und nach eigenem Geschmack machen. Und das war's auch schon mit dem Gerät, was ich euch vorgestellt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne auch den Kanal. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.